Ich würde trotzdem ganz gern diese individuelle Ebene nochmal aufgreifen, auch wenn das Wort Partizipation hier sehr oft stattgefunden hat. Ich glaube, dass die Partizipation, den Anspruch zu erheben, dass ich ein Recht habe auf Partizipation. Es ist keine Gefälligkeit in einer Gesellschaft wie unserer, dass man dich partizipieren lässt. Das ist ein Anspruch auf Partizipation, dass das etwas mit Emanzipation zu tun hat. Und diese Begriffe wie Integration oder das noch viel schlimmere Begriff, das viel schlimmere der Assimilation, verdeckt natürlich den entscheidenden Moment. Wenn ich mich emanzipiere als Mensch, vergessen wir jetzt die Frage, ob du Mann, Frau, Moslem, Jude oder sonst, wenn ich mich als Mensch emanzipiere, dann werde ich natürlich für das Gegenüber, wenn ich Partizipation einklage, und zwar auf Augenhöhe, immer bedrohlicher, immer anstrengender. Wenn ich als Bittsteller immer vor der Tür stehe, entsteht auch ein Über- und Unterordnungsverhältnis, das immer wieder zu neuen Kränkungen führen wird. Also ganz konkret in meinem Leben war es, dass ich versucht habe, durch ganz unterschiedliche Dinge diesen Emanzipationsprozess emotional wie auch rational zu verinnerlichen und jedem gesagt habe, hey, ich habe das gleiche Recht wie du, an diesem Ganzen teilzuhaben. Und wenn du ein Problem hast, und das ist dann eine andere Antwort als die, dann müssen die Nazis gehen. Wenn du ein Problem hast, dann müssen wir beide uns auf Augenhöhe darüber unterhalten und nicht auf diesem Hallo, bitte. Auch das ist ein Thema, das extrem anstrengend ist. Und natürlich ist die Kränkung enorm, wenn der andere noch nicht begriffen hat, dass ich emanzipiert bin. Aber das ist ein Lernprozess, den man sich antun muss. So, weitere Bemerkungen, Fragen, kritische Anmerkungen. Sie wollten einen Dialog führen, bitte. Stehen Sie auf, sprechen Sie. Ja, ich möchte einfach nicht so viel sagen, außer zu diesem Michael Bodemann, Professor Dr. Y. Ich finde, für mich sind Sie definitiv schon in der Rassismusfalle drin. Es gibt so ein paar Bemerkungen, die ich schon sehr kritisch fand und als schwarze Person. Welche? Da müssen wir jetzt konkret werden. Fangen wir mit dunkelhäutig an, finde ich für mich. Was? Dunkelhäutig. Zum einen haben Sie das als Beispiel genannt. Er meinte mich. Wenn das für Sie klar geht, für mich geht es nicht klar. POCs, schwarze Menschen, nur um da mal vielleicht anzusetzen. Es gibt ein paar Kommentare, die finde ich nicht so schön. Dann das andere ist, wenn wir schon von Deutschland reden, was ja auch ein schöner Terminus ist, finde ich halt, dass man nicht immer nach Kanada und die USA gehen sollte. Hier gibt es auch eine bestimmte Geschichte, die tabuisiert wird und einfach in der Form, wie Sie das jetzt hier darstellen und mit bestimmten Beispielen anbringen, verrücken Sie den Fokus, und wir sind jetzt gerade hier, um miteinander zu reden, und dann sollten wir auch hier bleiben und vielleicht auch. Nee, wir sollten nicht hier bleiben, sondern wir sollten das komparativ sehen. Wir sollten das sehen, in welchen Kontexten das läuft, in westlichen Gesellschaften zum Beispiel. In westlichen Warum wollen wir das hier begrenzen? Wollen Sie das vielleicht noch genauer definieren? Wir wollen das doch verstehen. Also ein Teil von der Kritik würde ich gerne aufgreifen, weil ich die mich nämlich auch irritiert. Sind Sie eigentlich fertig? Bevor hier die Erregungskurve steigt. Wir können noch mal weiterreden, aber das können wir dann auch auf einer individuellen Ebene machen. Ja, dann müssen wir okay, danke. So, dann greifen wir diese, jetzt nicht weitergeben, Fragen, jetzt greifen wir das mal kurz auf, weil ich finde, Ihr Vorwurf ist schwer und deswegen muss er erst mal retournieren und dann können Sie in die Diskussion eingreifen. Ich versuche das so fair wie möglich zu gestalten, bitte. Was dieser andere Vorwurf betrifft, also das Dunkelhäutige, ich übersetze nur wie in der Art und Weise, wie wir das in Nordamerika beschreiben, und wir sagen People of Color. Sie mögen das nicht tolerieren, dann mich ausreden. Und jetzt auch nicht die Mikros weitergeben, jetzt ist er dran. Sie mögen das, den Terminus nicht akzeptieren, aber ich denke, das ist sich per se, das kann man, das ist lässig diskutieren, aber es ist nicht unbedingt ein schrecklich diskriminierender Einwand. Ihr Deutsch klingt aber nicht so schlecht, dass Sie People of Color mit andersfarbig. Okay. Er hat seine Meinung geäußert. Also rosa zum Beispiel oder pink oder irgendwie sowas. Aber das ist ja die wirkliche Übersetzung von People of Color.
Es gibt bei Termini, ich will mich da jetzt wirklich nicht einmischen und positionieren, aber Termini sind sprachlich, wenn man sie eins zu eins übersetzt, im Kontext der Sprachkulturen unterschiedlich. Und es ist also an dem Punkt ist mir die Diskussion zu ernst, als dass wir anfangen jetzt zu sagen, wenn Sie das wörtlich übersetzen, was hat das für eine Konnotation? Dazu ist das Inhaltliche mir jetzt zu ernst und deswegen sind Sie jetzt dran. Okay. Ich wollte sagen, der Punkt, an dem meine Irritation entstanden ist, ich kenne das als einen Reflex deutscher Theoriebildung, die Rassismuskritik nicht so sehr aufnimmt, dass Schwarzsein in Deutschland so eine Leerstelle ist, also auch schwarze Deutsche sozusagen in den Staatsbürgerschaftsrechten aufgrund von Kolonialismus, die Leute, die hier promoviert haben im 18. Jahrhundert, also diese ganzen Präsenzen sind, also es ist so ein Reflex, dass es immer wieder auftaucht. Deswegen konnte ich das nachvollziehen, dass diese Irritation entsteht. Auf der anderen Seite, ich habe so ein bisschen, also diese Migrationsleute sind immer hierher zugewandert. Unheimlich viele weiße Menschen haben Migrationsbezüge und werden als deutsch standardisiert gedacht. Viele Menschen heißen Kowalski oder wie auch immer die heißen. Also diese Bewegung, dass sozusagen, dass diese Belonging, dieses Zugehörigkeitsding als Angebot so schnell an weißen Menschen gemacht wird, die sind innerhalb von ein paar Generationen, je nach in Bezügen, irgendwie schon eingedeutscht, standardisiert. Und da sind Menschen, die über Generationen hier leben, die bestimmte Bezüge haben, Roma und Sinti oder Schwarz und so weiter, und die werden immer noch nicht absolut, nee, imaginiert als Deutsch. Völlig, und das war sozusagen meine Situation. Ich stimme Ihnen völlig zu. Dann sind wir uns einig. Absolut. Dann sind wir uns einig, aber Sie sind sich mit uns vielleicht immer noch nicht einig. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon fast 1,75 Stunden am Diskutieren. Wenn Sie einverstanden sind, machen wir noch 2 Fragerunden zu jeweils 3 und kommen dann zu einer Schlussrunde. Wer hat noch? Hier war noch eine Frage. Kommen Sie ans Licht. Kommen Sie ans Licht. Bitte. Ja, meine Frage geht dahin, und zwar innerhalb der Community, dass sich die Laien, lange Zeit hier lebende Menschen sich gegen die Neuankömmlinge in ihrer Community sich distanzieren. Und ich möchte darauf eingehen, weil es mir das wichtig ist, besonders auch als eine Person innerhalb einer Community, also Schwarze oder Oromo-Community Lebende. Ich denke, das ist ein Teil des Rassismus. Ich glaube, wir müssen uns selber, auch die jetzt politisch aktiv sind oder in der Community arbeiten, müssen uns mit unseren Ambivalenzen klar machen, wo stehe ich, auf welcher Seite stehe ich oder was ist meine Perspektive. Das heißt, wenn die lange hier lebenden Menschen sich gegen den anderen, die neu angekommen sind, nicht angepasst haben oder die Geflogenheiten hier nicht angenommen haben, da muss man dann wirklich sich positionieren als Aktivisten oder als politisch aktive Menschen, zumindest diejenigen stärken. Das geht um Solidarität und das andere geht auch um, sich mit dem Aggressor zu identifizieren. Also das heißt eigentlich, dass man sich in dieser Community sich damit auseinandersetzt und nicht sagt, das muss man verstehen, diese Ängste. Woher kommen diese Ängste? Das ist ein Teil dieser rassistischen Teilung oder rassistischen Angriffe. Und deswegen denke ich, ich würde sagen, nicht dass diese Ängste natürlich verstehen, da kann man nicht die Menschen dazu zwingen, was anderes zu machen, als was sie also mit ihren Ängsten umgehen. Aber wir müssen zumindest klar haben, dass es ein Teil des Rassismus ist, dass wir auch daran arbeiten müssen, in Solidarität in den Communities zu verstanden. Kommen. Nächste Bemerkung, bitte. Noch geht es. Wenn Sie bitte auch aufstehen. So, ich bin Mariam Stiebens, Integrationsbeauftragte vom Bezirk Mitte. Was in dieser Diskussion mir ein bisschen aufgefallen ist, ist es, dass wir sehr viel über Identitäten dann einen zentralen Punkt gebracht haben. Ich finde, vielleicht sollten wir uns dann auch mehr klar machen, worum geht es denn uns, wenn wir Fokus unserer Gesellschaft dann nehmen als Fokus. Hier geht es darum, also finde ich, dass es
um einen Kampf geht zwischen rückwärtsgewandte Kulturkämpfer und Anfechter der Aufklärung und Antidiskriminierung. Und da müssen wir uns dann alle klar sein. Und ich finde, das sollte uns dann auch unsere Gemeinsamkeit auch ausmachen in solch einer Diskussion. Und weniger so, dass man dann versuchen, irgendeine Überidentität einem Menschen dann zu geben. Ich denke, bei der letzten Diskussion hatten wir ja schon gehabt, ein Mensch hat viele Identitäten und die können sich sogar zum Teil widersprechen. Aber das ist auch gut so. Herzlichen Dank. Weitere Bemerkungen? Ja, ich bin Kaka Musa und mir ist nochmal wichtig, ein bisschen Definitionsmacht auch wieder zurückzunehmen, anzunehmen. Ich habe so ein bisschen Sammelsurium von Effekten hier. Ich glaube, das Ganze lief hier unter Antidiskriminierung als Oberbegriff. Ein Teil davon war Antisemitismus, was wir diskutiert haben, ein Teil Anti-Islamismus und diverse andere Ismen. Das war das eine. Und dann würde ich in diesem Kontext diese deutschen Feindlichkeit, die ja propagiert wurde, einordnen wollen, weil das aus meiner Sicht und ich denke auch nach unseren Definitionen ganz klar kein Rassismus sein kann, da es nicht mit dieser Machtstruktur verknüpft ist. Das Kind oder der Jugendliche, der diese deutschen Feindlichkeit begeht und der Jugendliche, dem das widerfährt, die beide kennen natürlich den Kontext in Deutschland und auch die wahren Machtverhältnisse in Deutschland. Ja, also insofern ist das vollkommen klar. Es ist genauso, wenn ich eine Frau beleidige aufgrund ihres Geschlechtes, ist es was völlig anderes, als wenn die scheiß Typ zu mir sagt. Ich habe als Mann natürlich viel mehr Macht als sie und ich kann viel mehr verletzen, als sie mich verletzen kann. Und so ist das mit der deutschen Feindlichkeit auch einzuordnen. Und ein letztes noch dazu, von wegen Definitionsmacht. Ich denke, wir sollten nicht in die Rassismusfalle tappen und sagen, ich beschließe, dass das kein Rassismus ist und deswegen musst du auch dem folgen, dass es kein Rassismus ist. Genau das ist ein rassistischer Mechanismus und das möchten wir hier, glaube ich, nicht haben. Herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne doch jetzt das Thema aufgreifen, weil das Stichwort ist völlig zu Recht jetzt hier aufgetreten. Nämlich, kann es in einem Land, übersetzt das mal, und Sie korrigieren mich, wenn ich mich irre, kann es in einem Land einen wirklichen Rassismus geben gegen die Mehrheitsgesellschaft? Ja, wenn Sie an Südafrika denken. Bitte, das hat nichts mit Mehrheit und Minderheiten zu tun, sondern mit Macht. Also in Südafrika war ja der Rassismus oder ist ja immer noch in Teilen auch von der weißen Minderheit gegenüber der schwarzen Mehrheit. Ich wollte nie wieder irgendetwas zu dem Thema deutschen Feindlichkeit sagen, aber nachdem das jetzt schon dreimal genannt worden ist, dieses Thema ist so aufgebauscht worden und deswegen dachte ich, vielleicht wäre es auch eine Strategie, es ein bisschen totzuschweigen, aber es nützt nichts, Enttabuisierung. Das Thema ist, es gab ein paar Lehrer in Berlin, die einen Artikel geschrieben haben, der in einer Zeitung erschienen ist, der andere in der GEW aufgeregt hat, die eine Tagung dazu gemacht haben. Die Tagung war meines Erachtens sehr konstruktiv. Wir haben alle, die wir Vorträge dazu gehalten haben und auf dem Podium saßen, gesagt, das ist kein Rassismus, weil der Machtaspekt fehlt. Es ist in der Presse nicht erschienen, übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, welche Macht die Presse hat. Es ist inzwischen bundesweit, ist dieser Begriff bekannt. Ich habe am Anfang dieses Semesters in einem Seminar die Frage gestellt, wer kennt diesen Begriff und einige andere auch. Alle kannten Deutschenfeindlichkeit, Antiziganismus zum Beispiel kannte niemand, aber Deutschenfeindlichkeit kannten alle, durch die Bank weg. Das Problem mit diesem Begriff ist zum einen, er kommt aus der Rechten, er kommt aus der extremen Rechten, also es ist ein politisch schon besetzter Begriff, das macht es schon mal per se problematisch, einfach zu sagen, na, ich beschreibe hier nur eine bestimmte Art, wie eine Gruppe eine andere Gruppe beschimpft. Aber es ist vor allen Dingen problematisch, weil die über Generationen stattfindende rassistische Diskriminierung an Schulen, und zwar sowohl institutionelle Diskriminierung als auch durch Stereotypen und durch Beschimpfungen und durch Betitelungen nicht wahrgenommen worden ist in der Öffentlichkeit, nur in einigen Öffentlichkeiten viel zu wenig. Und kaum taucht so ein Begriff wie Kartoffel auf, sind alle Medien und sogar bis hin zur Familien, Frauen
Frauenministerin stehen Sie auf dem Plan und müssen Maßnahmen ergreifen. Ich würde das Entstehen dieses Begriffs tatsächlich, wie Sie das vorhin gemacht haben, auch in einen rassistischen Kontext einbetten, obwohl ich sagen würde, das ist nicht ein Rassismus, sondern es ist tatsächlich in einem ethnisierten Kontext, und hier würde ich eher von der Ethnisierung sprechen, die Jugendlichen haben erfahren, dass ihre Eltern und ihre Großeltern schon auch in der Schule, besonders in der Schule, als Kümmeltürken, als ich weiß nicht was alles, Lockenkopf und so weiter beschimpft, tituliert, noch nicht mal unbedingt beschimpft, sondern eingeordnet worden sind.